Der Inhalt dieses Videos ist am 22. Mai 2020 entstanden. Am 25. Mai 2020 wurde George Floyd in Minneapolis während einer Festnahme von der Polizei getötet. Daraufhin kam es nicht nur in den USA, sondern weltweit zu Protesten gegen Polizeigewalt und für die Gleichheit Menschen aller Hautfarben. Black Lives Matter. Aus Respekt hielt ich mich daraufhin auf Social Media zurück, um den Platz und die Aufmerksamkeit Stimmen zu überlassen, die viel zu lange nicht gehört worden sind. An erster Stelle in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einem Masterpost mit Informationen, Spendenaufrufen, Petitionen und anderen Möglichkeiten zu helfen, diese Welt ein Stück gerechter und gleicher zu machen. Experiment, heute gibt es ein Experiment. Ehrlich gesagt war es mir zu langweilig, die ganze Zeit Sachen zu schneiden, wo ich auf dem Sofa sitze oder in meinem Wohnzimmer stehe und irgendwas erzähle. Dann habe ich gedacht, ich mache mir jetzt einfach mal den Spaß, mal gucken, ob ich es rausbringe oder nicht. Und filme ein bisschen was von meinen Wanderungen. Ihr schon seht, ich bin nicht allein unterwegs, ich habe ein Bier dabei. Das ist mein letzter Rest. Das habe ich letztes Jahr von Pascal bekommen bei der SCW-Show. Ich bin Connoisseur seltsamer Bierarten. Gut, das ist quellfrisch, das ist jetzt nicht so selten in der Schweiz, aber ich habe es noch nicht getrunken. Ich laufe hier bergab, bergauf. Zu was werdet ihr gleich sehen? Allerdings habe ich nicht nur mein Bier dabei, sondern meine normale Wanderausrüstung besteht aus einer Schaufel und einer Tüte, falls ich irgendwas zum Ausgraben finde. Handschuhe für denselben Zweck und ja, fürs Müllaufsammeln, dafür auch die Mülltüte, falls ich was abzwicken muss. Taschenlampe kann man immer gebrauchen. Handy für den Notfall und viel, viel wichtiger für Musik. Mein Rucksack, da ist jetzt auch noch ein Pulli drin, weil es wird langsam Nacht. Eben schon erwähntes Bier. Und ich selber habe meistens, ganz wichtig, meine Kopfhörer. Heute habe ich meine Sonnenbrille vergessen, aber da die Sonne eh fast weg ist, ist es eigentlich egal. Darum nur die Mütze, bequemes T-Shirt. Das ist sowieso mein Quarantäne-Outfit. Gym-Shorts. Ja, Shorts vor allem. Normalerweise trage ich Gym-Shorts, aber wenn man bei Lost Places oder unterwegs ist oder vorhat, in den Wald zu gehen, ist es immer besser, eine lange Hose anzuziehen. Deswegen habe ich heute eine lange Hose an und festes Schuhwerk. Ich hoffe, man sieht sie. Guten Springerstiefel. So, jetzt bin ich da. Meine Musik ein bisschen leiser machen. Das wollte ich mir heute anschauen. Was es ist, wissen wir nicht. Es ist eingezäunt, es ist gesichert, es ist mitten im Wald mit einer sehr verwitterten Zufahrtsstraße. Wir hatten schon verschiedene Theorien. Ist das irgendwas Pfadfinderlager? So ein Übernachtungshaus à la Jugendherberge? Marrows Kollege hat allerdings die Theorie aufgestellt, dass es das vom Militär sein könnte. Zumindest mal gewesen sein könnte, weil was dagegen spricht, ist, ich weiß nicht, ob man es sieht. Da hinten hängt nämlich eine Lichterkette. Und was auch dagegen spricht, ist dieser Party-Service-Wagen. Da werde ich die Nummer schwärzen müssen, aber der passt hier so gar nicht zum Militärischen. Kann sein, dass es früher mal Militär war. Hier steht nämlich auch ein Fahnenmast. Aber gerade der Partybus, die Lichterkette und da hinten diese Hütten, die auch eher nach Party- oder Besenwirtschaft aussehen und nicht nach Geräteschuppen, spricht dafür, dass es zumindest irgendwann mal, wenn es mal militärisch gewesen war, für was anderes genutzt wurde. Mir schwindet die Sonne, darum steige ich jetzt mal aufs Handy um. Meine Kamera kriegt das nicht so ganz hin. Kennt ihr Urban Exploring? Also wir kennen das damals noch vom Geocaching. Da gab es sogenannte Lost Places. Da wurden die Dosen halt nicht irgendwo im Wald versteckt oder mit Magneten an irgendwelche Parkbänke geklebt, sondern in stillgelegten Fabriken, in alten Häusern etc. versteckt. Und da waren wir auch schon an vielen verschiedenen Orten, vor allem im Osten in so einer alten Fleischfabrik. Ich muss langsamer reden, Entschuldigung. Oder in einem stillgelegten Güterbahnhof. Und ja, das ist jetzt halt ein Haus noch unbekannten Ursprungs. Ich versuche mal herauszufinden, was das ist.
Urban Exploring ist allerdings nicht zu ungefährlich, sage ich jetzt mal, je nach Zustand der Immobilie oder was auch immer man da betritt oder was da eventuell sich eingenistet haben könnte oder versucht, ein trockenes Dach zu haben, ob das jetzt tierisch oder menschlich ist. Einfach ins Trockene zu kommen. Trockenes Dach. Ihr merkt, dass ich das hier ohne Skript mache, oder? auf jeden Fall ist die Sache nicht ganz ungefährlich und deswegen sollte man, ja, ich glaube, das ist, es ist, bewegt sich schon am Rand des Illegalen. Da müsst ihr mal auf YouTube gucken, kann ich euch empfehlen, der Adventure Buddy, auf den hat Merrow mich gebracht. Der ist viel in fast ganz Deutschland unterwegs, wenn nicht sogar in ganz Deutschland und Umgebung und schaut sich verlassene Städte an, Krankenhäuser. Oh, das ist mein Traum, mal in ein stillgelegtes Krankenhaus oder Sanatorium. Ah, können wir viele vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich fände das so aufregend. Ich bin einfach jemand, der sich wahnsinnig gerne gruselt. Ja, also schaut euch mal den seinen Kanal an. Es sind wahnsinnig faszinierende Sachen dabei und ich versuche meine Leidenschaft halt so ab und zu nebenher auch ein bisschen auszuleben. Was man also auf seinen Wanderungen findet, ne? Also hier. Sieht aus, als wäre ich nicht die Erste, die auf diesem Weg hierher gekommen ist. Ich bin noch nicht drin. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das heute schon machen will. Weil wenn man sich die Sachen so anschaut, du weißt nie, ob irgendwo eine Kamera ist. Ein stiller Alarm. Hier hängt zum Beispiel ein Lautsprecher dran. Mit so einer Strombuchse. Aber der ist ausgesteckt. Amen. Irgendein Hackerfilm kommt das Zitat her, oder? Egal. Viele Lichter für Außenbeleuchtung. Bisher habe ich aber zumindest noch keine Kamera gesehen. Schubkarren. Ja, nicht dunkel werden. Kamera. So dunkel ist noch gar nicht. Flaschen, Müll, Strahler, ein Anhänger und diese Hütten. Pflanztöpfe. Unmengen an Pflanztöpfen. Wow. Gartenbauamt? Fragezeichen. Bisher konnte ich auch nirgends am Gebäude eine Kamera entdecken. Vielleicht bin ich sicher, vielleicht denkt jemand, dass ein Tor und ein kaputter Zaun ausreichend Schutz ist, aber was es ist, habe ich immer noch nicht rausgefunden. Aber irgendwie, da sind Pflanzen drin und dekoriert. Die armen Dinger, die kriegen ja gar kein Wasser. Entschuldigung, da kommt der Gärtner in mir durch. Aber was war das hier mal? Oha, oha, das habe ich gerade entdeckt. Hier ist noch eine Hütte. Da lief wohl mal der Strom hin. Oh, und ich sink hier im Boden ein. Noch eine Hütte. Die sieht schnuffig aus. Mit Bänkchen davor. Eine Art Garage. So immer noch. Keine Anzeichen, was das mal war. Das ist der offizielle Weg. Also es sieht aus, als wäre hier schon lange niemand mehr gewesen. Aber natürlich, wie es der Teufel will, würde es mir jetzt nicht wundern, wenn gerade wenn ich hier rumstiere, jemand vorbeikommt. Terrasse. Hier im Eingangsbereich ist es jetzt sehr dunkel. Da war mal eine Lampe. Oben, Kronleuchte. Ich habe zwar eine Taschenlampe, aber die ist irgendwo tief in meinem Rucksack versteckt. Also, bin ich dunkel. Da ist eine Klingel, da stand irgendwas von Frau F. Kann es nicht ganz lesen. Aber kein offizielles Klingelschild, einfach nur mit Kreide auf die Wand gemalt. Und hier hat, glaube ich, wirklich jemand gewohnt? Fragezeichen. Hello, little buddy. Creepy.
Fenstern hier im unteren Stock ist überall der Rollo runtergezogen. Deswegen sieht man nichts. Aber bei der Balkontür nicht oder bei der Terrassentür nicht. Und da bekommt man auch dieses tolle Gefühl von wegen, da könnte einem gleich jemand entgegengucken. Heißt es jetzt? Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich versuche mal mehr reinzuzoomen. Also das ist die Reflexion vom Tisch von hier draußen, aber das war wohl wirklich meine Wohnung. Noch mehr Pflanztöpfe. Eieiei. Ich glaube, da steht sogar noch ein alter Fernseher, eine Lampe. Verschiedene Radiatoren. So was wie ein Arbeitsbereich. Habe ich das hier vorher mal als Partyhütten bezeichnet? Ich glaube eher, dass hier Tiere gehalten wurden, weil hier ist Stroh. Hier ist ganz viel, oder Heu. Uff, auf jeden Fall schon am Verwesen. Also nicht die Tiere. Tiere sehe ich hier keine. Auch keine ehemaligen Tiere. Aber ja klar, das war mal ein Tierverschlag. Schafe oder sowas. Geheimnis gelüftet. Oder so halb gelüftet. Auf jeden Fall war es wahrscheinlich mal so eine Art Wohnhaus. Interessant, interessant. Jetzt muss ich nur wieder versuchen, hier rauszukommen, Heil. Ah. So, wieder draußen. Was hier auch gilt, wie in meinem obligatorischen Quarantäne-Video, ist natürlich nichts zurücklassen, also Müll wieder mitnehmen. Und ich versuche auf meinen Wanderungen immer, deswegen habe ich ja vorhin auch die Mülltüte und sowas erwähnt, Müll einzusammeln, den ich irgendwo finde und dann in irgendeinem öffentlichen Mülleimer zu entsorgen. Hier liegt auch eine ganze Menge Müll rum, muss ich sagen. Aber der gehört mir nicht und ich stehle keinen Müll. Ich nehme nur Müll, der in der Natur liegt. Gilt nicht mehr als Natur, deswegen habe ich alles genauso gelassen, wie ich es gefunden habe. Ich habe nichts mitgenommen, keine Souvenirs, nur Bilder gemacht und dieses Video. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, die man bei sowas machen kann. Vor allem, wenn es einem nicht gehört, wenn es einer Privatperson gehört oder generell pietätlos ist, sich da aufzuführen wie noch was. Bitte behandelt solche Objekte immer mit Respekt. Eine andere Leidenschaft neben mir von so Lost Places sind diese Wege. Man sieht es auf der Kamera kaum, aber hier geht ein Trampelpfad in den Wald rein. Nicht unbedingt von Tieren oder von größeren Tieren zumindest. Und sowas schaue ich mir auch wahnsinnig gerne an. Oha. Da muss ich sagen, habe ich wohl Glück gehabt, weil ich als Landei weiß natürlich, das sieht nach Wildschwein aus. Und mit denen ist nicht zu spaßen. Deswegen lasse ich diesen Wildtierpfad in Ruhe. So, in den Wald, darum wieder Handy. Weil meine Kamera kommt mit den Lichtverhältnissen hier einfach nicht klar. Zumindest habe ich jetzt keine Lust, das so einzustellen. Aber für alle, die jetzt sagen, Niki entwickelt aber sehr seltsame Hobbys, während sie in Quarantäne sitzt. Oder wir sitzen jetzt nicht mehr wirklich in Quarantäne, aber wenn man nicht zum Wrestling kann. Und nein, ich habe das tatsächlich früher schon gemacht. Das Ding ist, ich habe jetzt nur einfach mehr Zeit, weil irgendwann kam das Cheerleading dazwischen. Dann kam die Uni, da hast du sowieso für nichts mehr Zeit. Und dann kam das Wrestling. Und jetzt habe ich endlich wieder Zeit, mehr unterwegs zu sein, mehr in den Wald zu gehen. Yeah. Und mir diese ganzen Sachen anzugucken, die ich mir schon immer angucken wollte. Weil früher war vielleicht ein Spaziergang in der Woche drin, wenn nicht sogar weniger. Nach einem Leg Day im Gym will man nicht auch noch durch den Wald rennen, glaubt mir. Und deswegen nutze ich die Zeit jetzt einfach. Das ist übrigens auch mit ein Grund, warum Marrows Kollege dachte, dass das da oben was Militärisches sein könnte. Und zwar war das früher hier alles ein Militärübungsgelände. Allerdings war das auch schon lange ein Park, wo man schön spazieren gehen konnte, wo Schafe geweidet haben und wo Leute Motocross gefahren sind, bis die Stadt Konstanz 2008 meinte, wir machen das alles mal zu, weil Munition und sonstige Kampfmittel hier noch sein könnten. Es weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, aber hier sind eindeutig Spuren, wie jemand langgelaufen oder gefahren ist. Also gut. Nach 12 Jahren nehmen das die Leute, glaube ich, nicht mehr so ernst mit dem absoluten Betretungsverbot.
Da ist noch eins. Die Schilder haben sie wirklich überall. Aber ich dachte, hier sieht man es vielleicht. Diese weiten Flächen mit vereinzelten Bäumen zum Verstecken oder sowas. Lass mich mal ein Bier abstellen. Da hinten geht's in so eine Art Rampe in den Wald rein. Ja, ich glaube, daran sieht man noch, dass es mal ein Militärgelände war. Trotzdem, hier haben Schafe geweidet und kein einziges ist auf eine Mine getreten bisher. Ah. Was ich hier dran aber noch ganz toll finde, außer den Nervenkitzel, den man bekommt, wenn man aber die ganze Zeit auf dem Weg bleiben muss, ist, dass es hier so komplett anders aussieht als im Rest von Konstanz und auch Schwäbisch Hall, wo ich aufgewachsen bin. Und zwar erinnert mich das hier ganz, ganz stark an Kroatien mit diesen freien Flächen und dem Gestrüpp, den Dornbüschen und Nadelbäumen. Da habe ich nämlich auch einen Teil meines Lebens verbracht und hier fühle ich mich dem ein bisschen näher. Wie heißt es doch so schön, Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Nicht wahr, liebes Schild? Das hier sieht jetzt auch eher wie ein kleiner inoffizieller Grillplatz aus. Ja, ja. Hier sind noch mehr militärische Überbleibsel. Strom oder irgendwelche Betonbrocken, die für was weiß ich was mal benutzt wurden. Mit der Kamera kann ich es vielleicht noch mal besser einfangen. Da hinten ist noch mal ein Wall. Ich muss aber auch zugeben, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass hier nicht jeder Holzkopf, und damit meine ich mich, wild über die Wiese rennt, weil dadurch bleibt es einfach wirklich sehr naturbelassen und schön hier. Also alles hat seine guten Seiten.